Hey, yo, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu Mario und Rabbids Kingdom Battle. Ihr habt das bestimmt schon sehnlich vermisst, da die anderen 20 LPs noch zwischendurch laufen. Ich habe in letzter Zeit sowieso viel zu viel zum Spielen. Egal, wir haben das letzte Mal vor diesem Cup aufgehört und steigen auch da direkt wieder ein mit unserem Lieblingsteam. Besiege alle Gegner, heißt es hier. Okay, noch eine Stage, die okay ist. Lässt sich auf jeden Fall sehen. Wir haben in der Mitte direkt einen Grobian, den wir rausnehmen. Und wir haben... Oh, Kukibus? Ja! Lava Kukibu. Die passen zwar überhaupt nicht zur Welt, aber... Was soll's? It's just nice. Ich glaube, wir werden trotzdem sterben, auch wenn... It maybe can happen, some teams. Da ist auch noch einer. Vor allen Dingen ist es ein Scharfschütze, der sowieso 90% des Feldes abdeckt. Deshalb stellt sich Peach einfach dahin. Mario, du machst die Hinsicht an. Und wir schießen erst mit Peach. Wir schießen mit Mario, weil er der Einzige ist, der da schießt. Pam. Raus. Eine Heldensicht über. Aber da hinten ist ein Heiler, das lohnt sich gar nicht. Zack. Oh, ich hab den auch getroffen. Oh, das ist... Sicher ist sicher, falls die runterkommen. Also, die können sich über die ganze Map teleportieren, die Gookie-Boos. Schicken wir mal eine Bombe zu dem netten Herrn hier, der schon ein bisschen angeschlagen ist. Ja, immer nachtreten. Nein, ihr wisst, was ich meine. Lohnt sich, glaube ich, nicht, die Blase zu aktivieren. Die werden sich wahrscheinlich eh auf Yoshi konzentrieren. Dann ist da. Ah nein, erst die Bombe stimmt. Das trifft sie eh, da ist ein Block davor. Yoshi, sag ich doch. Wobei, Mario. Aber Peach nicht. Also hat sich die Blase doch nicht gelohnt. Du schmeißt noch eine Rakete da rein, triffst beide und kriegst noch einen Vampir. Ich hasse dich. Also ich darf nicht zu weit vor, sonst fängt der Green sich an, Probleme zu machen. Das heißt, es ist schon so gut, dass ich hier hinten sitze. Da bleib ich auch hier. So. Mikrofon nochmal einstellen. Ja, und dann mal gucken. Soll ich zurückgehen? Ich weiß es nicht. Aber wobei, die kann nicht so weit schießen. Mario, du triffst sowieso keinen von hier, gell? Ne, Mario, dann... Das lohnt sich nicht. Aber erstens, du kannst den dashen, Yoshi, das ist... Sehr schön. Du kannst dich dahin stellen, noch zu 100% treffen. Und zwar bitte mit deiner Waffe. Ultra-Klick-Spam für Insta-Dev. Nein! Okay, Rabbit Peach, du... Als ob, was? Nein! Warum? Ja, wenn sie aber sowieso nichts trifft. Oder doch? Wobei, wenn wir Glück haben, treffen wir noch den... Bob, der Baumeister da hinten mit seinen Granaten. Komm, das wäre voll cool jetzt noch. Der heilt sich sowieso, aber immerhin... Schaden machen ist immer gut.
Du triffst nicht mal, oder? Vor allen Dingen, wenn es darum geht, Schaden bei Gegnern zu machen, wenn die nur 50% Trefferschuss haben. Ja, doch. Ja. Geh nicht mehr. Okay. Ja, also hör mal auf jetzt, ist doch gut, nicht heilen. Und ich treffe halt immer noch keinen einzigen verdammten Gegner, das darf doch nicht wahr sein. Mario, du bist... Mario, du bist unfähig. Wo ist der? Wo ist der? Da ist er. Der Gookie-Boo. Der Gookie-Boo wird rausgenommen, ist mir egal. Full drauf jetzt. Sehr schön. Kann man dich... Wieso triffst du von hier 0%? Das ist unmöglich. Ja, doch, du triffst 100. Klar triffst du 100. Egal, wo ich dich hinlege, du triffst 100. Klar. Ich stell dich dahin und du triffst 100. Natürlich triffst du 100. Und du nimmst den auch raus. Komm, bitte, bitte, Bombe. Du bist die beste. Du bist die beste Bombe, die es gibt. Ist überhaupt noch ein Gegner da? Oh, die drei. Hier sind zwei. Oh, da hinten ist noch einer. Yeah. Aber okay, das könnte... Es könnte eine gute Runde werden. Okay. Okay, ich glaube, ich sollte mal heilen. Dann hat sie auch noch Vampir. Ganz eklig. Aber dafür springst du, Mario, und... Yoshi. Du läufst dahin. Mario, wenn du jetzt immer noch nicht weiter springen kannst, dann ist das unfair. Und du springst ihn auf den Kopf. Nur um sagen zu können, ich bin ihm auf den Kopf gesprungen mit Yoshis Hilfe. Gut, Yoshi bounced uns rüber. Yeah. Ich habe immer noch diesen Stuhl. Ihr wisst ja, mein anderer ist im Stream kaputt gegangen mal. Ich habe immer noch keinen Mann. Stopp, 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 stopp. Pam! 99 hat es voll wenig! Was sind das? Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, hochzugehen. Kann sich lohnen. Wir sollten uns aber nicht zu weit trennen, jetzt ist jeder in einem anderen Areal. Sie ist oben, Mario ist unten in der Mitte und Yoshi ist ganz auf der anderen Seite rechts. Oh, das ist ein Crit. Also wir critten sehr viel in letzter Zeit. Oh, du hast noch eine Eierschale. Ja, dann mach das. Sicher ist sicher und dann... Hier voll drauf! Ach ja, und Heldensicht auch mal an. Falls sich der dann bewegt, wisst ihr was ich meine? Dann läuft er weg und wir können ihn ja zweimal abschießen. Dann lohnt sich seine Heilung auch nicht wirklich. Also ihr versteht. Hier gibt's kein Pyroklast. Ich hab dran gedacht. Hä? Ach, der kann sich ja teleportieren. Aber der wüsste jetzt, der da ist tot. Okay. Ich will's mit dem Hammer machen, das ist 10-mal stylischer. Bam! We just won the game! Nach 10 Minuten! Ja, okay, wir haben es halbwegs gewonnen.
Ich hab hier nichts, wo ich drauf brauche. Ich brauche hier eine Box. Ich habe einen Spezikasten, aber den will ich nicht ramponieren. Ich habe so pam, 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 pam drauf. So die ganze Zeit. Okay, es geht hier mit weiter. Können wir schon drillen? Nein. Er hat noch nicht gelernt, wie man gräbt. Oh, eine Kiste. Stimmt, es gibt ja auch Kisten mit Tarotkarten. Super Shopper. Oh, hier kann man sich was anschauen. Schön zu sehen, dass zumindest ein Rabbit nicht am Rad dreht. Haha, ich hab's heute echt drauf. Beeper, du bist komisch. Oh, da ist ein Zusatzdings. Das heißt, es gibt eine neue Waffe und da gibt es 10.000 Münzen. Und da ist sogar noch eine Kiste, aber wir machen zuerst die Bonus-Stage. Um zu beweisen, wie Gucci wir doch sind. Und dann festzustellen, dass wir doch nichts können. Okay, was für einen Knopf brauche ich? Ja, okay. Wenn man direkt am Anfang an der Münze vorbeiläuft. Oh, oh, der ist böse. Oh, aber der ist gut. Ich jetzt hier nochmal alles. Ich glaube nicht, dass da Münzen rauskommen. Egal. Eine Waffe für... Mario, Auge um Auge. Kriegst du sofort. Kann ich den mitnehmen? Das wäre voll cheat, wenn ich den jetzt mitnehmen könnte. Ich finde dieses Geräusch so gut. Dieses so richtig Pixel-Style-mäßig. Ne, können wir nicht mitnehmen. Aber wir können ja erstens was anschauen. Da scheint jemand vom rechten Fahrradweg abgekommen. Sein Beeper, das ist sehr makaber. Wie kann man sich das denn anschauen? Oder bin ich der Einzige, der das... Ach hier! Das ist direkt hier. Hier da. Ah, jetzt haben wir die Kamera gedreht. Hier ist die, da über mir ist die Kette. Da ist die Kette. Lustiger Unfall. Hier, ihr seht's da. Ich will die Folge nicht so früh beenden. Eine Spezi. Let's go, heute langer Part, bis wir den Miniboss besiegt haben. Okay. Achso, ich hätte das vorlesen sollen, gell? Es geht darum, großes Röhrenlabyrinth und so. Es gibt nur einen Weg. Okay. Ja, gelb? Nee. Ja? Grün, grün. Stopp. Das war richtig? Echt jetzt? Aber wohin komme ich denn jetzt? Ich will die Kiste gar nicht. Also doch, will ich schon. Ich will gerne wissen, was drin ist. Die wackeren Helden stehen vor dem Tor. Die Gegner wartet. Werden wir es noch in dieser Folge schaffen, den Boss zu besiegen? Das sehen Sie gleich direkt nach der Werbung. Herzlich willkommen zurück nach der Werbung. Und
14 Minuten ist ein kurzer Part. Und da wir in der letzten Welt sind, dass der letzte Miniboss ist, müssen wir einfach. Mir egal, wie lang das Video geht. Und wenn es 10 Jahre geht, ich werde den Boss bekämpfen. Let's go. Okay, damit ihr ganz kurz versteht, wie das exakt funktioniert. Und zwar spawnt der Boss noch in derselben Runde wie diese. Das heißt, wir können dazwischen nicht unsere Leben auffüllen. Ja, ich weiß, bisschen problematisch. Wieso nicht mal noch nicht mal gelaufen und machen wir schon ultra. Ja? Doch häufig umzudrehen, das ist unfair. Okay, ich glaube, wir gehen über die rechte Flanke. Oh, da steht auch einer. Nee. Hm. Ja, doch, aber. Hm. Ach. Rabbit Peach, stell dich mal dahin. Mario. Stellt sich dahin. Ja, du schießt mal auf den Verteidiger ganz da hinten. Ha! Okay. Natürlich sofort an. Yoshi, da du nicht angreifen kannst, würde ich dir empfehlen, dich ein bisschen als offener hinzustellen. Dass die Gegner vielleicht dich mehr angreifen und die anderen beiden jetzt mal in Ruhe lassen. Ich hoffe es. Prost. Ja, nee. Das war unser letzter Schutz. Ich will ihn nicht. Mario, the last survivor. Haust einfach mit dem Hammer drauf. Ich find's auch cool, wie hier so Puzzle mit in die Stage, hier zum Beispiel, in die Stage mit eingebaut sind. Das finde ich cooles Dings. Nee, andersrum. Also erstmal. Ja, mit einem ich. Dann springst du fast. Noch dahin. Also wir müssen jetzt wirklich langsam mal die Gegner rausnehmen, es wird sonst, ja. Also normalerweise sind mindestens zwei Gegner schon direkt in der ersten Runde weg. Nein, er hat... Oh. Aber immerhin, die Seite ist offen. Jetzt gibt's aber ein Problem. Ah, nee, gibt's nicht. Wie oft kann Yoshi Dash 3? Wir parken uns jetzt alle da hinten, ja, und nehmen die von hinten jetzt. Mario kann seinen Hammer nicht einsetzen. Mario. Mit Glück kann er den hinteren rausnehmen. Yes! Und das tut er auch, weil er gut ist. Ja, und Yoshi? Es ist mir zu ungenau, ob Yoshi das schafft oder nicht. Aber er schafft es, es ist Yoshi, Leute! Wir stehen jetzt ja relativ offen. Es ist aber nur noch... Ich würde eine Heilung bevorzugen. Vor allen Dingen, weil in der nächsten Runde geht's dann ab. Da wir aber nichts machen können, lassen wir den Verteidiger mal an die Reihe. Ich schieß drauf und krieg Vampir.
Ah, mein Daumen. Stampfen. Hier hin. Und jetzt müssen wir aufpassen. Er ist raus. So. Jetzt muss ich kurz die Gimmicks vom Boss anschauen. Wisst ihr schon, wer der Boss ist? Habe ich schon verraten? Ich weiß es nicht. Ah, ich dachte schon. Ein Roboter, gesteuert von Bowser Jr. Robo Junior, Juniors Lieblingsspielzeug. Und jetzt wisst ihr, warum die Folge noch extremst lang werden kann. Oh, ich krieg doch eine Heilung. Ah, oh, ich hasse das Spiel trotzdem. Der kann eine Bombe legen. Der kann... Er ist direkt erstmal an der Reihe, klar. Und die protecten ihn natürlich sofort. Also erstmal Heldensicht, klar. Also... Ein guter Kampf beginnt immer mit Heldensicht. Die Bombe ist... Ja. Treffe ich ihn? Nee, doch. Oh, ich weiß nicht, wie ich am besten anfangen soll. Die typische Route wäre halt so... Ja. Ich schieß mal auf den Großen. Der hat nämlich Verfolgungsdings. Da wird jetzt erstmal zweimal von der Ulti von Mario geklatscht. Und dann fällt mir ein, dass er uns trotzdem weiterhin verfolgt. Aber er ist immun. Er ist immun? Er hat aber seine eigene Bombe zu. Er haut drauf. Renn um dein Leben! So viel ich weiß, kann der Typ nämlich nicht durch Röhren durch. Wäre auch ein bisschen seltsam. Krank! Aber okay. Er trifft aber auch hier zu 100%. Gut. Prost. Ja. Da habe ich was wohl nicht ganz bedacht. Wenn du direkt am Anfang schon so ultraschwerwiegenden Fehler machst. Ja, Yoshi, du musst dich schützen. Also, anders geht's nicht. Er wird kommen. Er wird uns alle schaden. Aber er greift nur einmal an. Wir sind immun, wir sind immun. So funktioniert der Kampf. Es ist die ganze Zeit hin und her zwischen diesen beiden Plattformen. Also so habe ich für mich am besten dieses Dings herausgefunden, dass es einfach ist. Volle Kanne draufhalten. Er läuft dann nämlich her. Ganz kurz gucken, wie weit der Verfolgerradius gilt. Los verfolgen. 6 Felder, er kann auch genau. Weil wenn ich jetzt mit Mario schieße, dann passiert nichts.
Nein, ich habe mit Peach geschossen. Ganz schnell weg hier. Also sie kann sowieso nicht schießen, dann würde ich sie mehr nach hinten packen. Einfach zum Safen. Und Mario, du gehst jetzt weg, aber schieß noch mal. Okay, 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 okay. Stopp. Er sollte nicht zu uns kommen. Das ist eine Chance, die man ergreifen muss. Heilung lohnt sich noch nicht. Okay. Ist ja mal sowas von unfair. Aber dass Mario nicht nachdenkt, ist trotzdem. Aber. Ich kann jetzt wegrennen. Valkyrie dashen. Mich hier hinstellen. 2 Milliarden in der IQ. Du triffst aber schon, oder? Ja. Dashen. Alle nach hier vorne stellen. Alle drei nebeneinander. Erstmal Kraftpaket. Dann werden wir stärker. Jetzt. Mario schießt. Wir werden sterben. Ich weiß, wir werden sterben. Aber wir riskieren das jetzt. Kommt nochmal, er wird jetzt Peach angreifen, beziehungsweise uns halt. Sie wird heilen. Und Yoshi holt jetzt nochmal alles raus, was geht. Komm, Yoshi. Yes. Jetzt haut er drauf. Er rennt jetzt erstmal. Wir können ja nicht respawnen. Wo respawnen wir? Da hinten. Oh, das ist gut. Ja, Yoshi? Yoshi kann da nicht weglaufen? Ja, Yoshi, vollste Eierschale hier. Also, hä, das ist doch unfair. Ich kann nicht mal mehr was machen. Rest in peace, Yoshi. Yoshi, du wirst dich jetzt so an ihm rächen. Wenn du das nicht schaffst, Yoshi, dann bist du selber schuld. Darauf nochmal ein Stück Spezi. Das lief gut! Yoshi! Wir haben Yoshi freigeschalten. Und dafür freuen wir uns natürlich jetzt erstmal. Und weil wir uns gerade alle so freuen, komm mal hoch. Danke. Ah, der berühmte Yoshi! Mit keinem geringeren als Spawny, das Glück scheint endlich auf unserer Seite zu sein. Aber wir haben keine Zeit zum Feiern. Bowser Jr. könnte jeden Moment zurückkommen.
Wir müssen Spawny sofort von hier wegbringen. Und Yoshi, stimmt es, dass du eine eigene Insel besitzt? Haltet Abstand, macht ihm keine Angst. Spawny, bist du okay? Ja, wir freuen uns auch, dich zu sehen. Das heißt nicht, dass du da jetzt kommen sollst. Mann, es ging um Spawny. Wir freuen uns, ihn zu sehen. Ach tja, ich schätze, du hast eine Schneise der Verwüstung durch das Pilzkönigreich gezogen. Dank deines leistigen Umgangs mit dem Superfusionierer. Sind wir nicht so hart? Nichts getan. Aber im Vergleich zu den anderen kolossalen Katastrophen war diese nicht ganz so schlimm. Mal sehen, positiv ist... Die Sorbet-Wüste war cool und wir wissen jetzt, wie Sorbet geschrieben wird. Mann, war das eine Überraschung. Ich wusste vorher schon, wie man Sorbet... Man hätte diese drei Zügen killen sollen! Was? Hä, das ist doch... Ja, komm, ey, echt. Nö. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Wir werden Yoshi natürlich direkt auf den neuesten Stand der Dinge bringen. Mit der Pixelkanone. Drücken wir nochmal B. Gehen auf Fertigkeiten. Boah. Die Superschuss oder der Eierbrecherschal. Also ich glaube am meisten brauche ich erstmal KP. Oh, da weiß ich gar nicht. Also auf jeden Fall erstmal weg da. So, dann Raserei. Oh, machst du wenig. Genau, er hat Bodenkracher, das weiß ich. So, Münzen sind immer lecker. Oh, geht hier noch was? Für 15 gibt es, glaube ich, nichts mehr. Doch! Röhrenrad, das hätten wir hier was gebraucht. Nee. Mario. Ich würde Kraftpaket buffen. Das hat uns extremst geholfen. Oh, überall brauchen wir so viel. Gibt vielleicht noch irgendwas weniges? Ja, hier. Den Radius erhöhen. Rabbit Peach. Bei dir ist es wie immer die Heilung, auf die wir sparen. Dich benutze ich in den ganzen Kämpfen nicht. Ich überlege gerade zwischen den beiden, wer besser ist. Aber das sehen wir jetzt gleich, wenn wir uns mal die Waffen von Yoshi genauer anschauen. Wo ist... Ah. Es ist in diesem Zusatz-DLC-Paket dabei. Wenn ihr euch das kauft, kriegt ihr nochmal zusätzlich eben diese Waffen. Die sind dann kostenlos mit dabei. Ja. Wie es jetzt aber letztendlich weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst das lieber. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao, Leute.